Und bitte. Ach, die Janine hat mich schon gewarnt, dass man mit dir immer lachen muss. Was, echt? Ja, wenn man moderiert. Woher weiß sie das? Sie war noch nie da. Weiß ich auch nicht. Oder so, über mich anfangen. Lachen. Ja. Ja. Ja, mach mal. Hallo, und bevor wir mit dem üblichen bunten Strauß an Linktipps anfangen, müssen wir natürlich zuerst mal klären, Christine, du bist YouTube-Star mit einem viralen Video mit einer gewissen pikanten Thematik. Erklär doch mal, was da los war. Ja, also ich habe ja mit dem Ralf Kaspers jetzt eine neue Sendung, die heißt Du bist kein Werwolf, haben wir mit dem WDR produziert und lief auf Kika, in der Primetime, muss man sagen. Was ist die Primetime beim Kika? Ja, 20 Uhr, 20.30 Uhr war es sogar. Sehr gut. Ja, wir haben da 7 Folgen wurden gezeigt und da war in der ersten Folge unter anderem ein Beitrag, so ein animierter Beitrag mit, also ich würde sagen, der Titel war, wie kann ich bestmöglich eine ungewollte Erektion verstecken? Und das fanden wohl einige Leute witzig und haben das abgefilmt und dann in YouTube gestellt und irgendwie hat das, ist das steil gegangen. Ja. War das denn ernst gemeint? Ja, war schon ernst gemeint. Also ich meine, ich glaube nicht, dass ein 10-Jähriger mit seinen ersten Erektionen weiß, was er damit unbedingt in der Öffentlichkeit macht. Ja. Wenn man jetzt über das Stadium schon so ein bisschen hinaus ist, aus der Pubertät, zumindest mit einem Bein raus, und eine Frau gefunden hat, die die Erektion vielleicht sogar sehen und damit verrückte Dinge anstellen möchte, dann gibt es 3 Möglichkeiten zu verhüten, damit es keine Kinder gibt. Den Coitus Interruptus, Kondome und Liegefahrräder. Was sagst du zu Liegefahrrädern? Ist das wirklich so unsexy, wenn ein Mann so auf dem... Ja, ich glaube, die haben Liegefahrrad, weil die sonst nichts außer schlafen in der Horizontalen machen. Ganz ehrlich. Das ist schon ganz schön bitter. Die Informationen jedenfalls habe ich von einem Blog, der mir sehr gefallen hat. Er ist der Graffiti-Blog. Untertitel ist Die Welt erklärt in lustigen Grafiken und da findet man noch einiges mehr in der Richtung. Ja, der ist ganz lustig. Also ich meine, man will ja immer gerne so geliebt werden, wie man ist. Und nicht nur wegen der Milchtüten, schwierig, vor allen Dingen als Frau. Milchtüten, da habe ich jetzt die perfekte Überleitung zum nächsten Link. Das ist eine harmlose Geschichte, aber es geht auch um Milchtüten. Und zwar geht es da eher um Liebe und hat auch einen guten Hintergrund, hat was mit Recycling zu tun. Das ist ja quasi wie Liebe. Ja, nee, es entsteht was Neues. Man findet sich, aber es ist leider kein Happy End. Das ist schade. Ich habe dafür ein Happy End für dich. Ja? Ein ganz großes. Auch wenn ich mich jetzt wieder mal ein kleines bisschen unbeliebt mache bei Männern und vielleicht auch deren Frauen. Es gibt einen Amerikaner und der hat was ganz Großartiges gemacht für seine Freundin und zukünftige Frau. Der hat extra einen Kinotrailer produziert, so im Stil Universal Pictures präsentiert am Anfang und hat den ihr in einem Kino gezeigt und in dem Kinotrailer fragt er schon mal bei ihrem Vater nach der Erlaubnis, dann genau im Kino direkt 5 Minuten später, um ihre Hand anzuhalten. Es ist herzzerreißend super. Und es legt die Latte hoch. Ja, nach Erlaubnisfragen finde ich ja sowieso, das ist, glaube ich, ausgestorben, das macht man nicht mehr. Ne? Das ist 90er. Nee, aber das ist wirklich das Schönste daran, dieses ganze klassische, ich stehe drauf. Man kann mich aber auch anders beeindrucken, und zwar mit dem nächsten Video, oder eins, was ich gefunden habe, von 2 Jungs. Der Kleine ist so niedlich. Der ist sehr fähig. Ich weiß nicht, der ist 4, 5 Jahre alt, auf jeden Fall dancen die gut ab. Wie nennt sich das, Freestep oder so? Jumpstyle, man weiß es nicht. Also wir wissen nicht, was es ist, aber das Video ist goldig. Cool, yeah. Überzeugend. Ja. Was ganz anderes. Du bist ja auch ein Gamer. Ja. Fast schon ein Nerd. Mhm. Hat man mir gesagt. Wo spielst du denn am liebsten im Internet? Meine Lieblingsseite im Netz ist imaze.com. Und da gibt es immer so den gleichen Style an Flash-Games. Gerade ist erschienen Grow Nano 4, also so ein Mini-Flash-Game. Und das finde ich ganz gut. Klick die Elemente an, die Reihenfolge ist entscheidend. Und am Ende wirst du schon wissen, wann du richtig lagst. So ein Knobelding, ja. So ein bisschen. Ich als Mann habe ja dann bei so Spielen immer den Drang, dahinter zu steigen. Das Handwerk zu erlernen und vielleicht mal selber sowas zu bauen. Und da gibt es einen Mann, der Webmaster for You. Wenn du nämlich mal solche Spiele vielleicht selber programmieren möchtest, dann kann dir auf jeden Fall der Altmeister unter den Webseitenprogrammierern helfen. Und der ist nicht nur ein guter Programmierer von Webseiten, sondern ist auch ein Genie des Selbstmarketings. Ja. Der ist handwerklich fast so gut wie MacGyver. Und da war ich doch erstaunt und erfreut, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, aus allen MacGyver-Episoden mal zusammenzusammeln, was der Mann mit einem Bindfaden und einem Glas Wasser in die Luft gesprengt hat.
Ja. Leider ist die Bastelanleitung nicht so wirklich da gegeben, nur die Zutaten sozusagen, ne? Ja, aber das muss man ja, also das muss man dann im Handgelenk haben. Naja, klar, das muss man auch wissen als Mann einfach. Ja. Es gibt nämlich noch eine andere Bastelseite, da gibt es so Bastelanleitungen à la IKEA und da kann man unter anderem den DeLorean, das Auto aus Zurück in die Zukunft, ne? Genau. Basteln mit dem Fluxkompensator und so weiter, ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Auch dein Laserschwert kann man da Laserschwert. Basteln. Super. Was noch? Ja, Dinosaurier kann man auch machen. Dinosaurier kann man auch machen. Also auf jeden Fall sehr lustig und sehr cool. Ja. Allerdings ist es weniger realistisch. Für alle Bastelfreaks gibt es da nämlich eine andere Seite, und zwar What I Made. Mhm. Genau. Die ist richtig schön. Ja, und da kann man nämlich allerhand Kram basteln. Zum Beispiel aus Colaflaschen eine Lampe. Was ich jetzt ganz lustig fand, war aus einer Gabel einen Eierbecher zu basteln. Ja, da gibt es immer was, was man wahrscheinlich zu Hause auch findet und aus dem man noch irgendwas Sinnvolles machen kann. Ja, eine sehr schöne Seite. Wenn man sich dann quasi bei dem Versuch, wie MacGyver eine Atombombe zu bauen, selbst in Brand gesetzt hat, dann sollte man sich vorher überlegt haben, was man aus seinem brennenden Haus gerne mitnehmen möchte. Und das haben auch die Personen getan, die ihre Bilder auf Burning House gestellt haben und da in einem Foto präsentieren, welche Dinge sie aus ihrem brennenden Haus retten würden, beziehungsweise vorher vielleicht schon rausgeschafft hätten. Du so eine Liste im Kopf an Dingen? Ich habe nur einen Koffer. Der ist so groß. Und da sind deine Kuscheltiere drin. Nee, der ist unter meinem. Es gibt einfach ein Gesetz. Erstens, wenn eine Frau ihre Handtasche, würde sie niemals irgendwo hin liegen lassen, immer mitnehmen, weil damit kann sie die definitiv. Die ist im Koffer drin. Nein, aber die liegt eh sowieso in meiner greifbaren Nähe und damit kann man als Frau 3 Tage überleben. Und dann habe ich so einen Koffer und da sind alle Unterlagen, alles, was wichtig ist. Ich glaube, bis ich alles zusammengesucht hätte, was ich bräuchte, wäre das Haus schon längst abgebrannt. Ja, aber das gibt uns ja jetzt allen zu denken und dann können wir darüber nachdenken, was wir alles. Ich packe meinen Koffer. Genau. Ich finde das echt ganz gut. Wir wollen ja hier auch zum Denken anregen, ne? Postet doch mal in den Kommentaren oder sonst wo, wo man was hinschreiben kann, was ihr quasi aus dem brennenden Haus gerne gerettet hättet. Also so wir können ja mal sagen, so 3 bis 5 Gegenstände. Ja, 10 wäre auch okay. Das ist schön. Und so haben wir wieder ein kleines bisschen mehr Sinn in die Welt gebracht. Ja. Was gar keinen Sinn hat, aber dafür zwei ziemlich große davon, ist das Lamborghini What the Fuck Girl. Ich erzähle die Story kurz, weil es wirklich richtig spannend ist. Da steigt eine Bikini-Schönheit mit einem, ich glaube, es ist ein Eberkopf aus einem Lamborghini aus. Und dann kommt der Posaunenspieler und das Ende verrate ich nicht. Ja, und ich finde, das ist auch das perfekte Video zum Abschluss dieser Sendung, dieser niveauvollen Sendung. Ne, Friedemann? Ja, das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Ich bin Friedemann. Tschüss. Du stehst auf Posaunen?